Ist es laut genug? Ja. Gut. Was? Entschuldigung. Liebe Freunde, liebe Montagsdemonstranten, seit einigen Wochen versucht der Stuttgarter Ordnungsbürgermeister Scheirer, versucht, unser vom Grundgesetz geschütztes Demonstrationsrecht einzuschränken. Vertreter des Demo-Teams haben alle gerichtlichen Instanzen durchlaufen, um Herrn Scheirer in seine Schranken zu verweisen. Für die Demo am vorigen Montag, dem 23. Dezember, sind wir mit einem Eintrag vors Bundesverfassungsgericht gezogen. Am Tag der Demo, am 23. Dezember, beschied uns das Bundesverfassungsgericht, dass in der Eile die Verfassungsbeschwerde nicht geprüft werden könne. Nun gut, ich denke, wir wollten vor Weihnachten nicht komplizierte Akten lesen, aber okay, so ist es. Somit ist keine Entscheidung gefallen. Wann dies der Fall sein wird, ist nun nicht absehbar. Und solange gilt der Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim, die Kundgebung auf dem Arnulf-Klett-Platz untersagte. Für die heutige und zukünftige Kundgebungen hat die Stadt den Arnulf-Klett-Platz erneut verboten. Obwohl die besondere Verkehrssituation durch den Weihnachtsmarkt nicht mehr gegeben ist. Fakt ist, dass das Demo-Team mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln dafür kämpft, den Arnulf-Klett-Platz prinzipiell für Demonstrationen zu erhalten. Bravo! Diese gerichtliche Auseinandersetzung hat überhaupt nichts mit unserer Diskussion innerhalb der Bewegung gegen Stuttgart 21 zu tun, welchen wir für den richtigen, wichtigen und zum jeweiligen Zeitpunkt besten Kundort halten. Es geht darum, ob eine untere Behörde, ein Ordnungsamt oder ein Gemeindevorsteher, egal wo in Deutschland, darüber befinden kann, wo eine Demo genehm, möglichst wenig wahrnehmbar ist und ob Kundgebungsorte nach Belieben zugewiesen werden können. Für uns in Stuttgart geht es nun darum, den Arnulf-Klett-Platz als möglichen Kundgebungsort wieder zu erstreiten. Unabhängig davon, ob wir mit der kommenden Gemeinderatswahl den Marktplatz für den besseren Ort halten oder andere Varianten entwickeln. Eine der Möglichkeiten könnte auch sein, endlich das Demonstrationsrecht im Kopfbahnhof durchzusetzen. Hierzu, ich finde meinen Text nicht mehr. Hierzu braucht es eine Gruppe Mitstreiter, auch Juristen, die sich damit befassen. Im Frankfurter Flughafen wurde das Demonstrationsrecht erstritten und wird von den dortigen Montagsdemonstranten genutzt. Bitte überlegt, ob ihr daran mitarbeiten könnt und nehmt Kontakt zum Demo-Team auf. Auch unsere über viele Verteiler verschickte Rundmail
bekamen wir unglaublich viele Rückmeldungen mit Anregungen, Ideen, Lob und Kritik. Aus einer Mail von Richter AD Dieter Reicherter zitiere ich: Leider erkennen viele gutgesinnte Menschen aus der Bewegung nicht, dass es den Machern von S21 darum geht, den Widerstand weiter zu isolieren und für die Bevölkerung ein Feindbild aufzubauen, um ohne lästige Proteste das Projekt durchsetzen zu können. Wenn wir uns untereinander an der Frage des richtigen Ortes für die Demo aufreiben und womöglich spalten, ist dieses Ziel bald erreicht. Jawohl! Eins ist sicher, die Montagsdemos gehen weiter. Sie zeigen eine Wirkung, die wir oft unterschätzen. Sie stören gewaltig, unter anderem OB Fritz Kuhn. Ohne dessen Order sein Untergebener Scheirer diesen Vorstoß gegen uns nicht hätte lostreten können. Heute bietet sich der Marktplatz als Ort des Protestes an. Und wenn momentan Auftaktkundgebungen direkt vor dem Bahnhof verboten sind, so können durchaus Demonstrationen dorthin angemeldet werden. Die kommenden Montagsdemos am 13. und 20. Januar sind wie heute von der Lautenschlagerstraße auf der bekannten Route zum Marktplatz angemeldet, wo wir heute die Bühne, Reden und Kulturbeitrag vorbereitet sind. Ihnen und euch allen ein gutes, gesundes und widerspenstiges neues Jahr 2014. Und ich bin euer Peter.